Sie sind hier, 25. Juli 2018, 20.41 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Charlotte Stadenhorst. Er erzielte das 2 Tore gegen Argentinien. Urheberrecht Getty Images. Bei der Hockey-WM in London gewinnen die deutschen Hockey-Damen auch gegen Argentinien. Charlotte Stadenhorst wird mit einem Doppelpack zur Matchwinnerin. Die deutschen Hockeydamen haben bei der WM in London vorzeitig das Achtelfinalticket gelöst. Das Team von Bundestrainer Xavier Reckinger bezwang den zweimaligen Weltmeister Argentinien mit einer starken kämpferischen Leistung mit 3:2, 3:2 und warte damit zudem die Chance auf den Gruppensieg und den damit verbundenen direkten Viertelfinaleinzug. Man hat gesehen, dass Argentinien Angst vor uns hatte. Und das ist eine gute Erkenntnis, wenn einer der Turnierfavoriten so großen Respekt vor uns hat, sagte Reckinger. Unser Ziel war es, mutig zu sein und unser Spiel durchzuziehen. Es hat sich am Ende angefühlt wie ein Finale, ergänzte Kapitänin Janne Müller-Wieland bei DAZN. In der Vergangenheit haben wir oft defensiv nicht so gut gestanden. Das war heute besser. Stadenhorst in Torlaune in der Arena im Queen Elisabeth Olympic Park sorgte Hanna Gableck 6. für die frühe Führung der DHB-Damen. Doch Florencia Habif, 15. vom Bundesligisten Mannheimer HC glich mit einem Stechertor per Strafecke für die Las Leonas aus. Die Antwort folgte durch Charlotte Stadenhorsts Doppelpack 20. 25. Maria Ortiz 30. konnte nur noch verkürzen. Mit dem Erfolg gegen die SüdamerikanerInnen hat der Olympia-Dritte nun 6 Punkte auf dem Konto und sicherte sich damit mindestens Platz 3 in der Gruppe C. DATENCENTER, die Tabelle, nach dem Auftaktsieg gegen Südafrika. 3:1 und einem Erfolg zum Abschluss am Samstag, 13 Uhr, gegen Spanien könnte die Auswahl des Deutschen Hockeybundes DHB den Gruppensieg perfekt machen. Der Gruppenzweite oder Dritte muss zunächst eine Art Achtelfinale spielen. Der Vierte scheidet aus dem Turnier aus.